Zum Schluss kommt jetzt ein Text namens Preisung der grotesken Dame. Nachdem ich mich unlängst so liebäugelnd wie fachsimpelnd zum Thema Dame geäußert habe, möchte ich mich heute keineswegs dem Herrn zuwenden, sondern schon wieder der Dame, und zwar einer ihrer besten Erscheinungsformen, der grotesken Dame. Vor etwa 10 Jahren konnte man, sofern man sich im zentralen Bereich von Berlin-Charlottenburg aufhielt, einem der letzten, inzwischen aber auch austrocknenden Refugien für auffällige alte Menschen, die optische Bekanntschaft von 2 miteinander konkurrierenden Affenbesitzerinnen machen. Zumindest standen sie in Konkurrenz, was die Aufmerksamkeit der Passanten anbetraf. Ob sie einander kannten oder auch nur wahrnahmen, ist keineswegs sicher. Beide waren sehr alt und so umfeldprägend wie kleine wendige Kathedralen. Sie strotzten vor Vergangenheit. Einer jeden von ihnen hätte man zugetraut, dass sie früher einmal Thereminspielerin, Ausdruckstänzerin am Hofe Kurt Georg Kiesingers oder Chefin eines als Getreidesuppenausschanks getarnten präfeministischen Orakelbordells in Damaskus gewesen war. Die eine ähnelte jener zeigestockaufrechten, hageren Gräfin, die von Lilda Gover in der Edgar-Wallace-Verfilmung die seltsame Gräfin verkörpert wurde, während die andere mehr dem Typus des glückhaft im Eigenleben versumpften alten Mädchens entsprach. Ihren hübschen kleinen Affen fuhr diese in einem liebevoll gepflegten und mit allerlei baumelnden und bimmelnden Schnüren ausstaffierten Kinderwagen umher, wobei sie nicht selten in mürbem Sopran osteuropäisch klingende Lieder sang. In welcher Sprache genau, habe ich nie herausgefunden, weil sie bevorzugt durch die von lauten Zementmischern und Doppeldeckerbussen befahrene Kantstraße ging. Bei der anderen saß der Affe auf der Schulter oder wurde von ihr an der Leine geführt, und so unzugänglich beide wirkten, ließen sie es doch geschehen, von Kindern angesprochen zu werden. Die Gräfin schmerzhaft lächelnd, das alte Mädchen mit einem morschen, doch fröhlichen Gekeif. Dass sich die 2 Damen keinerlei Zurückhaltung auferlegten, was den Einsatz dekorativer Kosmetik und schwersten Geschmeides betraf, versteht sich von selbst. Aber ein Detail der seltsamen Gräfin möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ihre Arme steckten sommers wie winters bis deutlich über die Ellenbeuge hinaus in Etuis aus echtem oder falschem Schlangenleder. Ich sage Etui, weil Handschuh für diese Art von Kleidungsstück ein entschieden zu klangloser Ausdruck wäre. Die Schlangenlederstruktur wiederum wurde bemerkenswerterweise überlagert von einem aufgedruckten Giraffenfellmuster, allerdings nicht in natürlichem Ton, sondern in Türkis und Violett, und um das Kunstwerk zu vollenden, waren die Fingerkuppen wie bei manchen Handwerkerhandschuhen ausgespart, so dass man dunkelrote, eleganterweise aber nicht lange Fingernägel aus den Löchern hervorstechen sehen konnte. Ich habe die beiden Damen seit langem nicht gesehen. Sie werden wohl den unbeliebten, aber notwendigen natürlichen Prozessen zum Opfer gefallen sein, von denen die Kreisläufe des Organischen weiter zu kreisen befähigt werden. So werde ich kaum noch erleben dürfen, was geschieht, wenn die beiden einander begegnen. Ich könnte jedoch schwören, sie würden einander tapfer ignoriert haben. Die mädchenhafte stoisch weitersingend, die andere mit jenem heroisch gefassten Blick, den man Magda Goebbels für den Augenblick zuschrieb, da sie das Zimmer verließ, in dem sie soeben ihre Kinder vergiftet hatte. Wo ist der Nachwuchs? Sicher. Es gibt da eine herrlich übertrieben elegante Geschäftsfrau aus der Bleibtreustraße, die mit kegelförmigem Dutt und 2 liebenswürdig hochnäsigen Windhunden durch die Gegend rauscht, als ob sie ständig zum Patentamt rauschte, um sich dort die Wendung durch die Gegend rauschen patentieren zu lassen. Doch sie ist nicht alt genug. Reicher an Jahren und auch an Gewicht ist da schon eine von mir im Privaten Vampyria volumina genannte urbane Erscheinung,
die äußerst unnahbar wirkt, vermutlich, weil sie sonst von jedem Stadtteilbewohner wohl irgendwann einmal mit den Worten angesprochen würde: Entschuldigung, verehrte Frau Volumina, ich und mein gesamter Bekanntenkreis zerbrechen uns schon seit Jahren den Kopf über die Frage, wo in aller Welt bekommt man solche Sonnenbrillen? Vampyria Volumina hätte durchaus Eignung, die Stadtbild emporhebende Nachfolge zumindest einer der Affendamen anzutreten, doch sie ist von einem Makel behaftet. Wenn man die Kantstraße hinaufgeht und sie geht die Straße auf der anderen Seite herunter, kann man sie durch all die Zementmischer und Doppeldeckerbusse hindurch riechen. Sehr viele Frauen, darunter auch Fade, duften dermaßen heftig und teuer, dass es für eine hochqualifizierte Grotesk-Dame Ehre und Verpflichtung sein sollte, dem allgegenwärtigen Narzissendunst auf unseren Straßen nichts hinzuzufügen. Auch die Affendamen rochen nur nach Affe und einem Hauch von Kölnisch Wasser. Sich, um zu vermeiden, falsch zu riechen, gar nicht zu parfümieren, ist allerdings auch keine Lösung. Das wäre ein Signal der Mutlosigkeit, wie es auch mancher Bücher- und Theaterhase aussendet, der aus lauter Angst, Farben falsch zu kombinieren, sein gesamtes erwachsenes Leben nur schwarz trägt. Mit irgendwas sollte man sich schon beträufeln. 4711 ist zu empfehlen. Oder aber der in Halbliterflaschen angebotene Lavendelspiritus der französischen Supermarktmarke Le Petit Marseillais, der an sich zum Besprenkeln von Schrankwäsche gedacht ist. Um einige Parfums wird ein sonderbares Gehabe veranstaltet. Beflügelt durch eine Aussage Marilyn Monroes, sie trage im Schlafzimmer nichts als einen Tropfen Chanel Nummer 5, wurde diese Essenzmischung allenthalben zu einem Mythos oder gar Mysterium erklärt. Da ich nie wusste, wie genau Chanel Nummer 5 riecht, habe ich schließlich in einer Parfümerie an einem entsprechenden Flakon geschnuppert. »Ach du Schreck«, rief ich aus, »das riecht ja so, wie wenn man im Flugzeug neben einer alten Frau sitzt.« Kein Wunder, dass Marilyn Monroe von Überempfindsamkeit und Gemütstrübungen heimgesucht wurde, wenn sie als schöne junge Frau in ihrem eigenen Bett wie eine fliegende Oma roch. Sie hätte vielleicht eine wunderbare, groteske alte Dame abgeben können, ähnlich Betty Davis, die in ihren fotografisch gut dokumentierten letzten Lebensjahren einen eisernen Willen zu glitzern an den Tag legte und die Kosmetik üppig nutzte. Aber nicht, um ihre beeindruckende Altershässlichkeit zu überlisten, sondern um sie zu verstärken. Einem Interviewer, der sie auf die Beschwernisse mehr als reifer Jahre ansprach, fauchte sie einen Satz entgegen, vor dem man in die Knie gehen sollte. Getting old is not for sissies. Wobei Sissy in diesem Fall am besten mit Waschlappen zu übersetzen wäre. Was tun, wenn Warzen kommen? Man kann sie akzeptieren oder vom Hautarzt absägen lassen. Beides gute Möglichkeiten. Es gibt noch eine dritte, der man nur bislang kaum je begegnet ist. Die Warzen in einer zum Affenhalsband passenden Farbe, also eventuell grün, zu bepudern. Es gibt vereinzelt Menschen, denen man schon in jungen Jahren ansieht, dass sie einmal ein Talent zur grotesken Person entwickeln werden. Prinzessin Victoria von Schweden scheint mir so ein Fall zu sein. Der schwedische Hof wird allerdings alles unternehmen, die Entfaltung des Talentes zu erschweren. Man sagt, ein unterdrücktes Talent vergifte die Seele. Hoffentlich wird Prinzessin Victoria nicht daran zerbrechen, dass man alles daran setzt, zu verhindern, dass sie in 50 Jahren einen Kinderwagen voll schreiender Affen durch die Stockholmer City schiebt. In näherer Zukunft sollte sie ohnehin nicht in Erwägung ziehen, auf diese Weise in Erscheinung zu treten. Die Jugend ist rosig, ihr schönes Haar soll sich im Winde biegen. Das Groteske ist ihr weder angemessen noch dienlich.
Zwar werden Teile der Jugend immer wieder von rockmusikgestützten Verkleidungsepidemien befallen, und wenn es ihnen eine Zeit lang Spaß macht, sich als unbezahlte Statisten der Popkulturindustrien zu verdingen, sollte ihnen niemand dreinreden, die Klügeren werden von sich aus bald Überdruss spüren. Das Visual Kei, die besonders theatralische Jugendvermummungsmode aus Japan, deren hierzulande bekanntesten Vertreter die Gothic Lolitas sind, nicht in größerem Umfang in Europa Fuß fassen wird, kann man einerseits fürchten, denn lustig wäre das schon, und andererseits hoffen, denn das stieß sie ja den stärksten Eskimo vom Schlitten. Die europäische Jugend wird wahrscheinlich einfach nicht genügend Geld für diese Mode haben, aber als längerfristigen Nachfolgeeffekt von Visual Kei erwarte ich, dass auch bei uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren die gepuderte Perücke für Männer wieder in Mode kommt. Nach 210 Jahren Pause wäre das auch dringend fällig. Die an Visual Kei Beteiligten geben übrigens ganz unumwunden zu, dass ihr einziges Ziel sei, aufzufallen, um sich von der Masse abzuheben. Ich wiederhole an dieser Stelle gern meine alte Feststellung, dass einen solchen Wunsch nur derjenige empfinden kann, der der Masse angehört. Die echten Grotesken taten das zu keinem Punkt in ihrem Leben. Ihre Auffälligkeit ist nichts wunschgemäß Herbeifabriziertes, sondern ergibt sich aus ihrer ureigenen Natur. Das Leben hat die Forderung an sie gestellt, grotesk zu sein, und sie stellen sich ihr mit eherner Disziplin. Sie teilen das Schicksal all derer, die mit einer unverdrängbaren Begabung belastet sind. Unerbittlich graziös nehmen sie die Nachteile ihrer Lebensform auf sich, das Ausgelachtwerden durch die Dumpfen, ebenso wie die Mühen, die für die Takelage notwendig sind. Nicht alle haben viel Geld, mit einem kreischenden Tier auf der Schulter in einem Laden ein Landbrot und 2 mittelgroße Eier zu verlangen, um nach einem Blick ins Portemonnaie die Frage nachzuschicken, hätten sie vielleicht auch ein Landbrot von gestern und nur 1 Ei, und zwar ein kleines, erfordert mehr Lebenskraft und Stolz, als das Gleiche ohne ein Tier auf der Schulter zu tun. Sie tupieren sich unter Schmerzen das Haar, kleben sich mit zitternder Hand falsche Wimpern auf die Lider, zwängen geschwollene Füße in flamboyantes Schuhwerk, und niemand versteht, warum sie das tun. Und wie soll man ihre Haltung, mit der sie all das Unverständnis hinzunehmen bereit sind, anders nennen als Majestät? Man sollte sie nicht nur achten wie alle anderen alten Leute, sondern obendrein verehren. Sie zählen zu den großen Helden unserer Städte. Das war's. Vielen Dank.